Okay, also was wir machen könnten, wir könnten natürlich jetzt hier gucken, ob wir irgendwie doch. Weil da ist ja irgendwie so ein Gebäude auch, aber da sind halt nur Supermutanten. Also es ist irgendwie komisch hier. Und ich habe jetzt auch keinen Bock hier stundenlang nach einem Abflussrohr zu suchen, das wir betreten können. Vor allem, wenn ich nicht mal weiß, ob es das überhaupt gibt. Das ist ja die Frage. Gibt es überhaupt dieses tolle Abflussrohr? Oder sind das nur Fake News vom werten Paladin? Also was wir jetzt machen können, wir können natürlich schon hier drüben mal gucken. Das ist, glaube ich, diese Farm da, oder? Genau, das ist dieser Hof von irgendwas Stil. Ah, da sind wir auch schon durchgelaufen. Also das ist schon sehr mysteriös, aber ich will jetzt hier ehrlich gesagt auch jetzt nicht stundenlang hier herumlaufen und nur nach dem blöden Rohr suchen, in das wir... Und zum Schluss kommen wir eh nicht rein, meine ich damit. Also hier, glaube ich, werden wir keinen Eingang finden. Kannst du mir viel erzählen? Hier werden wir nichts finden, außer Radioaktivität. Viel Radioaktivität. Krankheitsrisiko durch unsauberes Wasser. Ach, sag an. Oh. Gut, dass wir uns direkt neben so ein radioaktives Fass gestellt haben. Oh, cool. Ich bin gulifiziert. Ich habe eine Mutation bekommen. Was haben wir denn für eine bekommen? Hoffentlich eine lustige. Gucken wir mal. Effekte. Herdentrieb. Minus 2 Special allein. Plus 2 Special, wenn im Team. Och, das ist aber nicht gut. Das müssen wir heilen. Das können wir so nicht, das können wir so nicht mitnehmen. So. Hey, just me. Also irgendwie kommen wir einfach nicht rein. Ich gebe es auf. Ich gebe es auf, wir kommen später wieder. Freddy, wir werden dich retten. Also... Nein, wir retten ihn eigentlich nicht. Wir werden Freddy nicht retten. Wir mögen Freddy nämlich nicht. Gruppenzwang mal anders. Und tschüss. Also es sieht einfach nicht so aus, als ob hier... Ich sehe hier auch nirgends einen... Ich meine, ich verschaffe mir jetzt gerade hier so einen Überblick, aber ich sehe keinen Weg nach drinnen. Oder ich war zu blöd. Das kann auch sein. Jetzt sind wir auf jeden Fall bei Grafted Steel angekommen. Ich meine, zur Not leveln wir halt noch ein bisschen. Ich möchte ja später... Oh, sch... Meyerlurk Todesklaue. Ich glaube, das wird tödlich für uns eher. Was wir versuchen können. Oh, die Crit ist geil. Auf das Vieh. Komm. Komm, renn rein. Boom. Schön. Haben wir doch gut gelöst, oder? So muss man diese Konflikte hier lösen. Krug für Schwarzgebrannten. Jawollo. Aceton. Da war was. Da war ein Aluminium. Eine Aluminiumdose. Die nehmen wir mit. Fleisch und Bohnen. Schlosserhammer. Klebeband. Ein Rezeptbuch. Plankenmod mit Klinge. Ich hätte gerne dieses... Das kann ich scheinbar... Ach, das ist doch doof. Da ist extra ein Rezeptbuch, ne? Und dann kannst du es nicht mitnehmen. Das ist mies. Vegetarische Schinken. Naja. Warum nicht? Du stirbst. Quatsch. Es sind doch keine Konflikte, wenn der Sieger von vornherein feststeht. Naja, aber das habe ich ja mit Skill gelöst, ne? So, der Gammler und Killer sind gemeinsam unterwegs. Das ist doch schön.
Der Gammler und Killer. Achso, das Vieh ist tot. Verstehe. So, ist es jetzt versenkt? Ja, habe ich versenkt. Pfadfinder Pionierlager. Ich meine, wir haben für die Quest 23 oder fast 24 Stunden Zeit, ne? Also, was? Ich habe nicht getroffen. Was? Ich habe nochmal nicht getroffen. Das ist doch. Jetzt wollte er mich doch wieder ärgern, oder? Ja, ihr wolltet mich ärgern. Ich kenne euch doch. Hi Flo. Bye Flo. Wobei, so viel Spoiler gibt es hier nicht in diesem Spiel. Das ist, es gibt nicht viel zu sehen. Allgemein. Also von Spoilern kann man nicht so wirklich reden. Na toll, ich habe mir Radwürmer eingefangen. Spitzenmäßig. Ist mir egal, komm, habe ich halt Radwürmer. Radwürmer machen den Magen frei. Naja, es gibt nicht viel Story. Das ist nicht enttäuschend, aber es gibt jetzt, ich finde, es gibt jetzt in diesem Spiel nichts, wo man sagen könnte, oh, das ist aber jetzt ein höllischer Spoiler. Also, es ist relativ überraschungsarm, sage ich jetzt mal. Man muss das mehr wie so ein MMORPG sehen, von der Story her, würde ich sagen. Das Einzige, wo ich sage, okay, da könnte man gespoilert werden, das sind halt die einzelnen Orte, die man sich so anschaut. Aber davon gibt es so viele, das ist, das hat man wieder vergessen. Bis man da selbst mal ist dann. Okay, hier ist sonst nichts mehr. Toll, jetzt haben wir das schöne Pfadfinderlager gesehen. War klasse, würde ich sagen. Ich sehe schon kommen, da sind gleich wieder Meierlurks. Hey, ich leide an Radwürmern. Wusstet ihr das schon? Bin schwer erkrankt. Tja, Offi. Ja, ich leide an Radwürmern, habe ich auch mitbekommen. Ich mag Radwürmer. Oh, das ist ja echt mies, was so droppt heute. Hoppla. Oh, Blast-Radius-Brettspiel. Das nehmen wir natürlich mit. Kaffeetasse. Oh, die Carlyle-Schreibmaschine. Die nehme ich mit. Aluminiumschrott lässt grüßen. Aluminiumschrott freut. So, wo sind jetzt diese blöden Fässer? Weil hier ohnehin jeder baden möchte in der Gegend. Also ich würde ja hier sofort baden. Auf jeden Fall. War ja schon drinnen im Wasser. War sehr angenehm, war warm. Ich muss sagen, das war eine strahlende Erfahrung für mich. Ich habe danach sehr gestrahlt. So, okay, hier ist nichts. Oh, ich leide an Radwürmern. Wusstet ihr das schon? So, hier ist das blöde Fass.
versenken. Weg damit. Ah. Ich würde hier gerne mal angeln gehen. Ich glaube, das ist eine sehr coole Erfahrung. Das hat auch echt ein Rad ab. Ja, ja. Ach, das waren die Duschen. Hier wurde die Seife fallen gelassen. Auf jeden Fall fängst du dann Fische, die es nirgends sonst gibt. Das ist wahr. So mit 3, 4 Augen und so. Dieser Turm hier, ich finde, der sieht sehr interessant aus. Ich würde mir den ganz gerne mal angucken. War ich hier schon drin? Nee, das habe ich mir noch nicht angeschaut. Ein Vogelhäuschen. Oh, ich leide an Radwürmern. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Wieso gehen eigentlich noch die ganzen Radios? Woher kommt der verdammte Strom? Ich meine, das ist doch alles. Oder obwohl, gibt's noch Kraftwerke? Können die Kraftwerke autonom arbeiten? Damit die ganzen Radios noch laufen können und mich nerven? Superkleber. Was macht ihr eigentlich die ganze Zeit? Bäm. Dedim. 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 Das ist seltsam. Langzeitakku. Es scheint von irgendwo hier oben zu kommen. Da können wir kochen, wollen wir aber nicht. Ach, da waren wir gerade. Tschüss. Oder können wir uns was Geiles aus Meyerlurk-Fleisch herstellen? Darauf hätte ich ja jetzt schon Bock. Ja, können wir uns so ein Meyerlurk-Steak machen? Das wäre sogar möglich. Ah, das bringt halt irgendwie nichts. Außer Geld. Geld würde es bringen, aber das ist jetzt irgendwie. Also ich sehe jetzt keinen Zweck darin, das herzustellen. So, ich will wissen, woher dieses Geräusch kommt. Da-dam. Da-dam. Ba-bam. 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 So, wir haben so ein paar Sachen mitgenommen. So, sonst. Ja, komm, die können wir auch. Die kann auch weg. Das muss von diesem Turm kommen. Also aber nicht der Turm, zu dem ich eigentlich ursprünglich wollte, sondern ein anderer. Ich wollte eigentlich zu dem anderen, aber da bin ich noch nicht. Weiß nicht, das habe ich irgendwie verpennt. Provisorische Batterie, kannst du dir mal schön sparen. Aluminiumkanister, ja, Wollingen. Aluminium, wichtigstes Item. Hey, ich leide an Radwürmern. Hey, da liegt eine Leiche. Eine Raider-Leiche. Ich frage mich echt, woher das Geräusch kommt. Das macht mich so ein bisschen nervös. So, die Kamera kann man nicht mitnehmen. Oh! Oha! Ist ein Loch im Boden. Communism is at your door. Dam, dam, dam.
günstiger Wunderkleber. Nehmen wir auch mal mit. Oh, Aludose. Sehr nice. Oh, ich hab Durst. Ah, komm. Frische Nuka-Cola. Würde ich sagen, oder? Gönnen wir uns eine Nuka-Cola. Ohne Nuka-Cola geht gar nichts mehr. Ah. Ah. Lecker, lecker. Nuka-Cola. Du leidest an Radwürmern. Ja, die müssen auch gefüttert werden, die Radwürmer, ne? Die müssen ja auch gefüttert werden. Die haben ja auch Hunger. Die Kleinen. Ich will diese Radwürmer behalten. Ich habe mich mit denen mittlerweile angefreundet. Sie gehören jetzt zu mir wie mein Name an der Tür. Eigentlich wollte ich zu diesem Turm da unten. Weil ich mich frage, was das für ein Turm sein soll hier. Aber woher das Geräusch kommt, weiß ich bis jetzt noch nicht. Vielleicht von den Radwürmern. Vielleicht unterhalten die sich gemütlich da drin. In meinem Inneren. So. Wow. Das ist ja ein krasser Turm. Der Turm ist echt... Wow. So ein Turm, so einen schönen Turm habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das ist richtig krass gewesen. Ever upwards. Yo. Und so. Krasser Turm. Explore the unknown with the Pioneer Scouts. Yo. Warum auch nicht? So, gehen wir mal zum letzten Fass, würde ich sagen. Ich meine, jetzt haben wir es schon fast erledigt mit den Fässern, dann machen wir das noch. Oh, ich habe Radwürmer. Wie lange halten sie denn noch, die guten? Was tun die eigentlich? Ah, 50% mehr Strahlungsschaden. Okay, 19 Minuten noch. Naja. Naja. Das ist ja nix. Das ist ja nix. Das ist ein Safe. Oh, schade. Skill 2. So, das letzte Fässchen. Schwupps. Und damit sind wir fertig. Versenkt. Das wird den Bürgermeister aber freuen. Atomarer Abfall haben wir bekommen. Super. Alles klar, bye bye. So. Okay, das können wir anlegen. Das ist eine coole Dings. Das ist eine coole Russi. So. Also hier ist jetzt auch nicht so der Brüller, ne? Da sind Vorräte. Ich reise mal ganz kurz schnell dahin. Und hol mir da die Vorräte. Und dann machen wir weiter mit der Craften-Quest, weil irgendwie, wie gesagt, in den Damm weiß ich jetzt nicht, wie ich reinkomme. Und solange ich Stadt nicht weiß, mache ich da jetzt auch nichts mehr. Muss Freddy halt warten. Der ist eh tot. Komm, Freddy ist eh tot, weißt du? Ist eh egal. Es hat Zeit. Leiche wird auch nicht so schnell verwesen, habe ich gehört. Die wird durch die Radioaktivität hervorragend... Was? Oh! Eine Atomrakete? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wo kommt sie denn hin? Ach, dahin. Da ist die Einschlagzone. Ey, sehen wir das gleich? Kann man das von hier aus sehen? Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Danke für Ihre Kooperation. Wie lange dauert das jetzt, bis die kommt? Na, das sehen wir von hier aus wahrscheinlich nicht. Da müssen wir zum Top of the World. Und dann würden wir wahrscheinlich den Atomschlag sehen.
freue mich schon auf den Tag, an dem ich mal meine Atomrakete zünden kann. Das wird toll. In ein paar Jahren werden wir sagen, liebe Kinder, wisst ihr noch, damals, als Papi an Radwürmern erkrankt war, als er die Würmer hatte, wisst ihr noch damals, als er die erste Atombombe fliegen hat sehen, es war wunderbar. So, ist auch einer mit Kopfgeld unterwegs irgendwo. Der ist hier oben bei Wavy Willards Waterpark. Putin 5! Boah, wir könnten uns natürlich da... Aber was? 100, 150 sind auf ihn ausgesetzt. Das ist eine Stufe 22er. Naja. So, da ist der, da sind die Vorräte. Nehmen wir mit. Oh, ich hab ein elektrifiziertes chinesisches Offiziersschwert bekommen. Das ist doch prima. Geil! 100 doppelläufige Schrotflinte, die brauche ich jetzt nicht gerade. Aber das Schwertchen... Das Plastikschwertchen. Yeah! Cool. Ah, in einer Minute. In einer Minute gibt es einen Atombombeneinschlag. Pass auf, warte. Können wir den, wenn wir den sehen wollen, dann am ehesten doch von der Wasseraufbereitung aus, oder? Also, wenn überhaupt, ne? Schauen wir mal, ob wir ihn sehen von hier aus. Würden wir jetzt zum Top of the World gehen, dann würden wir ihn auf jeden Fall sehen. Vermute ich mal. Aber... Wir könnten natürlich hinlaufen, aber ich glaube, das schaffen wir so schnell nicht. Ach, herrje. Lauf, Bombardin, lauf! Run! Ne, da kommen wir nicht mehr hin. Da sehen wir gar nichts. Befürchte ich. 2 Sekunden noch. Komm, das schaffst du, Bombardin! Man hört's. Man hat es so ein bisschen gehört und ich weiß nicht, ob das normal ist, aber das sah hier gerade besonders aus. Mal gucken, ob ich was sehe. Ne, man sieht leider gar nichts, aber man hört's. Oder ist das da hinten da, was da aufsteigt? Das sah so aus. Aber egal, komm. Ich werde eines Tages meine eigene abfeuern. Ich leide übrigens immer noch... Was? Ich habe Tod von oben abgeschlossen. Super. Kriege ich jetzt Loot dafür? Tod von oben, ich war dabei. Kritischer Treffer trifft immer. So. Was ein Spektakel. Muss ich schon sagen. Das war toll. So, okay. Prima. War echt schön. War spitzenmäßig, das Event. So, pass auf. Ich möchte... Ich möchte das Tourismusbüro wieder machen. Repariere den Markenautomat von Cricket's Ford. Okay. Gut, dann müssen wir uns wieder hinporten. Gut. War der Atomschlag, muss ich sagen, der war gut. Der war fein, der war schön. So, jetzt reicht's aber wieder. Jetzt reisen wir nach Grafton Steel und von da aus dann gehen wir in den Norden hoch und schauen uns mal dort ein bisschen um und schauen mal, ob wir da überhaupt überleben können.